Dann müsste doch eigentlich. Ich wollte da so rangehen und den hier so platzieren, aber ich komme da nicht weit aus irgendeinem Grund. Komisch. So, weil ich wollte die so ein bisschen einsperren, weil ich mir mal angucken wollte, wo das hier weitergeht, hier der ganze Spaß. Wenn ich das hier aufmache, jetzt muss er irgendwann mal aufhören hier, dieser. Oh, dieser See da. Nee, guck mal, von da oben kommt auch noch was. Ist ja mal. I, ist ja mal Käse. Ich halte mich wahrscheinlich damit zu lange auf, kann das sein? Ich halte mich damit viel zu lange auf, glaube ich. So. Wenn ich den jetzt wieder aufmache, fließt es wahrscheinlich da drunter, ne? Ja, genau. Aber da hinten scheint Ende zu sein. Gucke mal, das scheint doch da Ende zu sein. So, dann sperren wir die da nämlich ein. Hier mache ich einfach so. Zack. Dann ist das schon mal weg. Wenn ich jetzt hier aufmache, ist es nur noch da unten. Und ich glaube. Nee, leider nicht. Manu! Ich wollte. Ja, da sind keine Blöcke. Guck mal, da sind keine Blöcke. Deswegen. Da ist aber ein Block. So. Dich sperre ich ein. Dich sperre ich ein. Nee, nicht da. Hier hinten. Und dann gucke ich da einfach mal auf der anderen Seite, wie das da aussieht. Freunde, so war das eigentlich gedacht gewesen. Ach. Na, so. Nice. So. Und nu? Da noch einer hin? Da passt da nicht. Da passt aber einer hin. Hier machen wir zu. Da unten? Ist da irgendwo noch Platz? Nee. Guck mal, wenn wir da jetzt reinfallen, ist suboptimal. Glaubt ihr das? Vielleicht habe ich Glück und dahinter ist noch Platz, dass ich den da drunter setzen kann. Da, bitteschön. So, und auf der anderen Seite bitte einmal genauso. Und jetzt haben wir hier so ein. So, und jetzt haben wir hier. Perfekt. Und jetzt müsste hier eigentlich keine Lava mehr sein. Hoffe ich zumindest, Freunde. Siehst du, da ist keine. So, das heißt, ich kann mich jetzt hier schön fröhlich weiter hier durchgraben. Das war das Ziel. Und weiter das Zeug hier mitnehmen. Brrt. Da ist wieder Gold. So. Nee, und wie gesagt, was ich sagen wollte, bei mir Antenna-Universum, da habe ich wirklich so neue Sachen entdeckt, die ich so gar nicht kannte, ja. Also, das ist auch immer wieder spannend, nach so vielen Jahren, dass man dann doch noch immer wieder mal was Neues entdeckt. Da ist schon wieder so ein Zeug. Oh, das waren gleich zwei, ne? Wie viel haben wir denn da jetzt schon von? Da haben wir jetzt schon vier. Wie war das immer? Da muss ich aber noch Gold nehmen, ne? Dazu. Und irgendwie, ansonsten geht das nicht. Irgendwas war doch da. Ich blick da immer gar nicht durch, weil das so Sachen sind, die so selten sind, die man so selten benutzt, dass ich da gar nicht so richtig immer durchblicke, wie das eigentlich alles funktioniert. Da muss ich dann immer in die Minecraft-Wiki reingucken. Bin heute eh schon wieder so durcheinander. Oh, hier schon wieder Blackstone. Mitnehmen, mitnehmen, alles mitnehmen hier. So. Hier haben wir mal Glück, hier ist mal keine Lava. Oh, da kommt aber wieder Gravel runter. So, jetzt haben wir aber auch langsam genug hier von dem, dass wir hier mal weiterbauen können. Da ist noch mal Gold. Kann man mitnehmen? Muss man nicht, kann man aber. So, jetzt bin ich nur schade, wir haben keinen Rucksack, weil ansonsten könnte ich jetzt mehrmals. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen suboptimal, weil wir haben natürlich nicht so viel Platz, dass wir das nutzen können. So. Aha, und da kommt jetzt auch das Zeug runter. Okay. Gut, aber wir haben ja wieder ordentlich eingepackt. Ja, also was soll ich sagen? Frau Zappi hatte recht gehabt, diese Methode, die ist jetzt vielleicht nicht sehr schick. Also die sieht jetzt nicht so toll aus, aber sie ist effizient. Also man kann nebenbei, wenn man jetzt so wie ich jetzt so zum Beispiel so Netherstein braucht, kannst du hier wunderbar das Zeug farmen.
nimmst nebenbei auch noch andere Sachen mit, so wie hier Netherquarz oder halt auch Gold, ne, wenn du das brauchst. Also das ist natürlich praktisch. Dann nimmst du das so in einen Abwasch quasi mit. Finde ich eine gute Idee. Also wie gesagt, Frau Zappi, danke für den Tipp. Wäre ich jetzt so erstmal gar nicht auf die Idee gekommen, weil hatte ich erstmal überhaupt nicht auf dem Schirm, das Zeug da noch mitzunehmen. Aber du hast natürlich recht, weil früher oder später brauchen wir das und warum soll ich das nicht gleich mitnehmen, ne? Also von dem her ist das schon eine gute Sache. So, da oben liegt noch Gold rum, das hätte ich ganz gerne. Nehme ich noch mit. So, den Schwarzstein hier könnte man theoretisch noch mitnehmen. Wie sieht's aus? Okay, so also ein bisschen Platz habe ich ja noch. Ja, komm, dann nehme ich den noch mal mit. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir den mal mit. Also ist ja im Prinzip auch eine gute Deko dann halt, ne? Vielleicht können wir damit auch noch schön die Ziegel dann bauen. Ja, und gerade jetzt in der Fright Zone ist das eigentlich ein Block, der so ganz gut aussieht. So. Gut. Schön mitnehmen hier in den Kram. Oh, da ist schon einer hier, ein Kollege. Da kommt mal so gucken, was hier so Phase ist. So. Gut. Jetzt vorsichtig hier wieder entlang. Hier ist noch was, das können wir mitnehmen. Und auch gleich reparieren. Sehr praktisch. Fällt mir jetzt erstmal nur ein Stufen, die wir machen können. Oh, hier rennt einer draußen rum hier. Das ist ja ein Uffi, riecht der Typ. So, mal ein bisschen verbreitern hier den Eingang. So, und damit sind wir wieder auf dem Hauptkorridor. Wo stand da? Da stand da in der Ecke. So, und jetzt müssen wir natürlich schauen, wie wir den ganzen Krempel hier irgendwie so ordentlich weg. Hallo? Wie war denn, ihr guckt erstmal voll so, was ist denn hier so los? Weißt du, so erstmal so gucken, so hat er auch alles richtig gemacht. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir den ganzen Krempel hier wegbekommen. Also jetzt mache ich erstmal kurz hier alles hier rein. Das sieht schon mal gut aus, ist schon mal wieder ein komplettes Inventory voll. Kann man das hier nicht irgendwie anders machen oder soll ich das wirklich mitnehmen, so als Deko-Block? Ich glaube, ich nehme den als. Warum greift er mich an? Warum hat er mich denn angegriffen? Oh, Scheiße. Warte mal, wir sterben aber gleich. Das ist aber sehr suboptimal jetzt gerade. Und ich weiß noch nicht mal warum. Ich weiß noch nicht mal, was ich machen soll. Scheiße, ich muss irgendwas machen, aber ich weiß nicht was. Oh. Ich glaube, erstmal was essen, das ist eine gute Idee. Freunde, das war aber knapp. Gut, dass wir eine Rüstung um haben, sage ich da nur. Warum hat der mich denn verdammt nochmal angegriffen? Kann mir jetzt mal einer verraten? Hat bestimmt was mit dem Gold zu tun, oder? Da habe ich meine Schuhe noch an, ja. Ich habe die Kiste aufgemacht, ne? Deswegen. Ist er jetzt auf Aggro noch die ganze Zeit, oder was? Ich glaube, ich klatsche den jetzt am besten. Alter, ich bin voll aufgeregt. Digga, was geht denn hier? Das war jetzt so die einzigste Methode, die ich machen konnte, mich hier erstmal eingraben, weil ich wusste gar nicht, was ich jetzt hier machen soll. Das war bestimmt, weil ich die Kiste aufgemacht habe, ne? Da ist Gold drin. So, jetzt weiß ich nicht, wie viele da von dem Vogel, wie viele da sind von dem. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich werde mal gucken, ob ich den mit. Jetzt ist er weg. Da hinten ist er. Hey, du hast mich angegriffen, du Sau. Und jetzt ist er wieder friedlich, oder was? Pass mal auf, ich mache mal Folgendes. Ich glaube, weil da Gold drin war. Das hat was mit dem Gold zu tun. Was passiert denn, wenn ich den in die Lava schmeiße? Ich werde den mal einsperren. So. Jetzt ist er da drin. Das mache ich hier. Und da war aber noch einer, ne? Ist noch ein zweiter hier gewesen. Das mache ich mal so, dass der hier nicht durch kann. Und dann nehme ich mir einfach mal hier so was aus der Kiste. Ja, da wird der Aggro, glaube ich. Gut, was man hier alles so erlebt, ey, krass. Okay, jetzt haben wir aber hier. Dann nehmen wir das Gold erstmal mit, das Wertvolle. Und natürlich das ganze andere, das lasse ich hier.
gut, das können wir mitnehmen als Deko-Block und dann natürlich alle von den Dingern hier, ne? Die möchte ich alle mitnehmen. So. So, und den Rest, den müssen wir uns dann später holen. Ich werde mal kurz die Koordinaten nochmal, dass wir die hier so haben, falls wir das nicht mehr finden sollten. Und ja, der beruhigt sich schon wieder, bin ich der Meinung. Jetzt mache ich mal hier auf. Und dann gehen wir mal vorsichtig hier so. Aber das war wirklich knapp, ne? Also das hätte auch böse ausgehen können. Ich habe schon die Herzensleiste gesehen. Also ohne Rüstung wären wir hier finito gewesen. Ne? Also das ist ganz sicher. Das ist absolut sicher. Absolut safe. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier wieder uns nach oben bewegen. Okay, da lang ging's. Und dann mal irgendwie, dass wir uns das mal merken, wo das hier war. Also hier kommen wir ja eigentlich so ganz easy peasy runter. Und hier war doch irgendwo, wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir hier so ein Sand, hier so ein Soul Center oben, genau. Ich hoffe mal nicht, dass da jetzt gleich die Lava kommt. Wenn nicht, müssen wir das anders machen. So zum Beispiel. Dann gehen wir so, zack. Okay. Wunderbar. Naja, direkt am Lavasee. So, jetzt müssen wir natürlich hier so eine Säule aufbauen. Das mache ich einfach mal. Und dann mache ich eine Fackel, dass wir das wiederfinden. Und wir sind, glaube ich, da runtergesprungen, ne? Wir müssten da runtergesprungen sein. Das heißt, ich versuche mal einen Weg. Ist da durch Zufall eine Festung eigentlich? Also ich muss immer so ein bisschen gucken, wo ich hier so bin, weil. Na gut, müssen wir uns mal später umschauen. Weil das interessiert mich natürlich immer, was hier so in der Umgebung ist, ob man das vielleicht gebrauchen könnte. Das sind so die Momente, ne? So, das ist so da, wo man auch so denkt, so, Alter. Das ist auch, bist du da erstmal angegriffen so? Weiß erstmal gar nicht, was machst du denn jetzt? Ja, also gut, dass man nur Rüstung hat. Also ohne Rüstung im Nether ist wirklich, das geht gar nicht. Also das ist ja. Also das ist ja richtig krass. So, jetzt sind wir hier gelandet. So, ich mache hier mal eine Fackel am besten hin, ne? Das ist so, das bietet sich ja an hier. So, und die mache ich mal in die Richtung. So, und jetzt müssen wir irgendwo diesen Weg finden, wo wir rausgekommen sind. Also es könnte hier irgendwo in der Gegend sein. Eigentlich müsste das hier irgendwo hier so sein. Genau. Gucke mal, das ist gar nicht so weit weg. Das ist gar nicht so weit weg. Das ist ja super. So, und jetzt müsste man hier durch, glaube ich. Dann da nach oben. Genau, hier hin. Zack. Und dann können wir gleich den ganzen anderen Kram auch noch mithören. Nice. So, können wir alles mitnehmen. Können wir alles mitnehmen hier? Super. Perfekt. So. Also, das erste Thema haben wir schon mal erledigt. Da haben wir, ach, ich hätte so Babypicklin zwar, nee, das hat nur so ausgesehen, ich dachte gerade. Alter, das ist ja eine Versammlung drin. Guck dir das mal an, ey, die sind ja alle drin gespawnt. Krass. So, haben wir noch Platz? Nee, haben wir nicht. Und hier ist auch nicht mehr wirklich viel. Aber gut, gehen wir erstmal den ganzen Kram jetzt hier wegbringen. Und dann haben wir schon mal ein bisschen Sachen safe. Ist schon wieder dunkel draußen, schätze ich mal. Ja, ist wieder dunkel. Wie eigentlich jedes Mal, wenn wir aus dem Nether kommen. Das kennen wir ja schon. Bisschen aufpassen wieder vor Creepern. Nicht, dass die ja unser schön gebautes zerstören. Theoretisch könnte ich da oben, glaube ich, schlafen gehen, weil ich habe da oben, glaube ich, ein Bett. Aber hier ist ja noch der Weg frei. Sollte passen. Mit unseren wertvollen Sachen, die wir da haben. Ich packe erstmal alles in die Kiste rein. Und sortieren tun wir es dann eh später. Okay, haben wir geschafft. Gut, dann erstmal gleich mal abladen hier. Also, wir sehen schon. Da ist jetzt wirklich erstmal wieder ordentlich auf Vorrat. Schwarzstein haben wir mitgebracht. Ich gucke mal, ob ich den Schwarzstein irgendwo netter gemischt. Den können wir, glaube ich, da oben hinballern. Gucke mal, da haben wir jetzt auch schon zwei Stacks voll. Basalt, von dem Zeug haben wir noch mitgebracht als Deko. Und hier das hier. So, das heben wir mal auf, das sammeln wir erstmal. Und natürlich hier auch Quarz. Jetzt weiß ich gar nicht, kann man Quarz als Block eigentlich machen?
Das würde gehen. Ist das sinnvoll? Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Ich habe keine Ahnung. Oder wollen wir das erstmal so aufheben? Wir heben das erstmal so auf. Wir haben ja genug Platz. Hier müsste auch noch eine leere Kiste sein. Komm, dann baller ich das mal hier rein. So, aber eins weiß ich. Gold können wir verändern. Goldnuggets können wir machen zu diesen Barren. Das müsste eigentlich gehen. Oder genau. Das geht. Oh, cool. Ja, Mensch, nice. Guck mal, das ist gar nicht mal wenig, was wir da mitgenommen haben. 18, 26, zack, zack, zack. Die bleiben übrig. Und da haben wir nochmal 40. 25 Stück haben wir mitgenommen. 25 Gold. Also da können wir bestimmt auch irgendwas mitmachen. Erze hier. Gold haben wir nicht so viel Gold. Also ein bisschen was ist am Start, aber das ist jetzt auch nicht so viel. Rohgoldblock sieht ja auch cool aus. So, gut. Also würde ich sagen, schlafen gehen und zurück wieder in den Nether. Dann holen wir uns erstmal die ganzen Sachen, die da noch liegen in der Kiste. Ne? Die nehmen wir jetzt erstmal noch mit. Und dann haben wir ja erstmal soweit wieder genug Material, womit wir arbeiten können dann in der nächsten Aufnahme. Und was jetzt noch ansteht, ist diese Geschichte mit diesen Stridern. Das möchte ich ja auch mal ganz gerne nochmal testen, um einfach nochmal zu gucken, dass wir vielleicht eine Festung finden. Das will ich ja ganz gerne auch endlich mal hinter mich bringen, dass wir auch mal so einen kleinen Erfolg haben, dass wir mal ein bisschen was geschafft haben auch, ne? Das würde ich ganz gerne machen. Aber ich glaube, ich brauche dafür einen Sattel, um die Dinger reiten zu können. Weil eine Angel alleine zum Steuern reicht nicht. Also man braucht da, glaube ich, noch einen Sattel. Und das ist natürlich eine Frage jetzt, wo bekommen wir einen Sattel her? Wir müssten irgendwie angeln gehen und dann versuchen, einen Sattel zu angeln. Das wäre nochmal so eine Idee. Oder halt in irgendeiner Truhe in so einem Dorf. Das wäre auch noch eine Option, dass man sich hier halt dann irgendwie den Sattel besorgt. Weil wir haben beides momentan nicht, außer die Angel. Ne? So. Zack, da sind wir. So, dann nehme ich gleich mal wieder den ganzen Kram mit, also wieder zurück zu der Stelle. Hier ist ganz schön was los, ganz schön viel Betrieb hier. Muss ich mal so feststellen. Nee, war doch ja nicht hier. Da vorne wartet. Ich renne immer in die Richtung, ich weiß nicht warum. So, hier wartet. So, dann da runter. Hier rein, hier rein. Da drüben ist die Säule. Sehr gut. Und jetzt da unten müsste das sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und hier können wir dann runtergehen. So, perfekt. Na, das klappt doch ganz gut. So, jetzt holen wir uns mal den ganzen Krempel da mal raus hier noch, der da noch ist. Ich hoffe, der Typ, der bleibt da eingesperrt. Jetzt hängt der da so rum. Nee, da ist einer frei. Was machen wir denn jetzt? Können die durch Lava? Ich glaube nicht, ne? Ich habe keine Ahnung, ob die durch Lava können. Aber der kann. Ich habe nichts gemacht, mein Freund. Ich habe nichts gemacht. Ist der hier raus? Der ist hier raus, ne? Der hat sich hier irgendwie befreit, oder? Der ist. Das kann sein, dass er sich hier. Dann nehmen wir das erstmal mit, das Zeug. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Ich mache hier mal zu. Aber dürfte eh nichts passieren. Hoffe ich zumindest. Das können wir hier lassen, ne? Das brauchen wir nicht. Und die Truhe nehme ich aber wieder mit, weil wir können ja beim nächsten Mal hier so weitermachen. Also ist eigentlich eine ganz, ganz gechillte Ecke hier. Finde ich ganz gut. So. Ja, hat Spaß gemacht hier. War toll. Tolle Erfahrung auch und wunderbar. So, wie viel Platz haben wir noch? Ein bisschen Platz haben wir noch. Dann schnappe ich mir jetzt mal die Angel. Das ist jetzt der nächste Step, den wir machen. Wir werden jetzt angeln gehen, Freunde, und versuchen uns mal einen Sattel zu angeln, sodass wir dann diese Strider da, die wir da bei uns haben, auch nutzen können. Ne?
Also hier sind jetzt gerade keine, aber vorne am Portal habe ich gesehen, da sind definitiv welche. Und die können wir natürlich, ja, nutzen. Nur dann brauchen wir aber einen Sattel. Hey, was ist denn hier los? Hä? Wieso, da war doch gerade ein Weg, oder? So. Da oben bitte schön einer. Einmal bitte dahin. Danke. So, angeln jetzt. Gut, dann gehen wir jetzt eine Runde angeln. Ja, ganz schön viel Betrieb hier. Also da hat sich wirklich einiges getan. So als wir hier angefangen haben, war hier richtig leer, ne? Da war noch richtig so, sind da so ein paar Gestalten rumgewandert, aber seitdem wir hier ein bisschen aktiver sind, sind auch definitiv mehr Bewohner des Nethers unterwegs. So, und die Strider hängen nämlich da unten rum, habe ich gesehen. Also die sind auf jeden Fall hier hinten. Mal sehen, ob sie noch da sind. Ja, da hinten sind sie schon. Siehst du?